Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test auf diesem Kanal. Heute spielen wir Bug's Fable, The Everlasting Sampling. Das ist ein Spiel, das leider nur auf Englisch ist. Das heißt, ihr werdet gleich meine schlechten Englischkenntnisse wieder live miterleben, weil ich verstehe zwar alles, was sie sagen, aber live zu übersetzen auf Deutsch wird aber ein bisschen schwierig. Und jetzt habe ich schon 80% der Zuschauer verloren. Deswegen gehen wir schnell wieder rein. Es soll ähnlich sein wie Paper Mario. Es wird oft verglichen mit Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Das ist der GameCube-Teil. Und es kommt ja jetzt ein neuer Paper Mario Teil raus, auf den ich mich schon sehr freue. Für die Switch habe ich mir auch schon vorbestellt, aber da das halt noch etwas über 3 Wochen dauert, habe ich mir gedacht, vertreiben wir uns die Zeit bis dahin mit einem ähnlichen Spiel, nämlich Bug's Fable und jetzt erstmal Story. Ah, das Land Bugaria. Ein friedliches Plätzchen, wo ganz viele Abenteuer lebten. Auch wenn es nicht immer so war. Getrieben bei dem Versprechen der Reichen, ist die junge Königin diese Länder besuchen gekommen. Zusammen mit ihren Schwestern ist sie in das Land Bugaria eingereist. Und ihre Leute waren glücklich im Ameisenkönigreich, auch wenn der Traum der Königin niemals in Erfüllung ging. Sie hatte von einem uralten Relikt erfahren, einem Schatz von unendlicher Macht. Es war kein geringerer als der ewige Setzling, eine Pflanze, welche unendliche Jugend und Stärke demjenigen verleihen würde, der ihn isst. Sie suchte und suchte und suchte, aber gefunden hat sie nie. Sie vermachte ihren Traum ihrer Prinzessin und fiel in einen tiefen Schlaf. Getrieben vom Erfolg, den ihre Mutter nicht fand, versammelte die neue Königin all ihre Untertanen, öffnete die Türen des Königreiches, um alle Insekten einzulassen, egal welche Farbe und wie groß oder klein, alle waren sie willkommen. Hauptsache, sie waren geskillte Abenteurer. Ihre Aussage war laut und klar: Findet mir den ewigen Setzling und ich werde euch mit Reichtum entlohnen. Mit diesen Worten wurde der Entdeckerverband gegründet und im ganzen Königreich haben sich die Insekten aufgemacht, um nach Hinweise für diesen Schatz zu suchen. Auch wenn der ewige Setzling bis heute nicht gefunden wurde, der Traum der Königin bleibt bestehen. Ja, so viel zu der Story, also kurz und knapp, es gibt einfach einen Setzling, der ewige Jugend verspricht und da sind wir schon. Man spielt nämlich 3 verschiedene Charaktere in diesem Spiel, die man noch alle untereinander wechseln kann, also anders als bei Paper Mario. Und ihr seht vielleicht jetzt schon diese Paper-Grafik, das sieht man gleich noch mehr, wenn wir uns bewegen können. Und ja, wir sind dieser linke Typ zum einen und der rechte ist unser Meister. Und wir sagen so, ja, das waren die Storys, die man dazu erzählt hat. Obwohl es viele Verletzte gab, hat diese Geschichte den Abenteuerdrang meiner Leute am Leben erhalten. Ach, Kabu, das sind nicht nur Legenden, es ist reale Geschichte. Dieser Entdeckerverband und alle Abenteurer, die ihre Flügel riskiert haben. Na, wenn dem so ist, Samaki, haben Sie mein Angebot von früher überdacht? Kabu, ich respektiere deine Passion, aber ich nehme nur Missionen der höchsten Gefahrenstufe an. Ein nichtswürdiger Krieger wie du wäre nicht gut für mein Team. Unwürdig? Maki, ich habe ganz viele Hardships im Norden besiegt. Ja, das sagst du, aber dein Wissen ist nicht so gut, auch wenn deine Passion sehr gut ist, Kabu. Was? Sag das doch mal! Wie ich schon sagte, kannst du nicht einfach rumschnüffeln. Ja, und damit können wir laufen und ihr seht doch schon, wir sind auch so Paper Mario-mäßig und jetzt können wir hier so lang hüpfen und mit allen Leuten reden, aber die sagen nichts Krasses. Die sagen nur, hü, wolltest du nicht mit Maki reden? Oh stimmt, der ist ja da unten. Und ja, mehr geht hier gerade nicht ab. Da ist aber eine nette Orchideenfalter oder sowas heißt der. Nein, das ist kein Falter, aber das ist so eine Gottesanbeterin in Orchideenfarbe. Keine Ahnung. Müsste ich eigentlich aus Animal Crossing kennen? Weiß ich aber gerade nicht mehr. Senkt eure Stimmen. Was ist hier los? Dieser Typ hat gesagt, ich bin ein Kind und darf hier nicht umher schnüffeln. Dein Rumgeschrei wird hier nichts dran ändern, du Kind. Halt doch dein Maul. Es geht hier nicht um das Alter. Es geht um den Skill. Ich bin Vi, die beste Abenteurerin aus dem Bienenstock. Und nicht nur irgendeine blöde Biene. Eine Abenteurerbiene? Ja, hast du etwa Honig erwartet? Lima, ich kann dich ja einfach nicht rumschnüffeln lassen, wenn du alleine bist. Du brauchst schon einen Partner. Bin so viel wert wie 4 Bienen, okay? Wie wär's, wenn wir ein Team gründen? Was, sehe ich etwa so verzweifelt aus? Schlimmer als hier zu bleiben kann's nicht sein. Deal. Ihr werdet nicht eine Sekunde im Schlangenmund überleben. Ich werde dir das Gegenteil beweisen, du blöder blauer Käfer. Nun gut. Ich werde euch testen. Uns testen, hä? Wer hat dich hier als Anführer ernannt? Die Ameisenkönigin selbst hat es getan. Okay, so, jetzt kommt der erste Kampf. Das war sehr viel Story. Und ich hasse es, Englisch zu übersetzen. Wow, wow, wow. So, ja, hier wird... Nein, ich wollte nicht wuschen, wie das geht. Naja, ganz normal Paper Mario-Style. Man kämpft also... Oh. Moment, das geht mir gerade ein bisschen zu schnell. Man kämpft immer abwechselnd. Heißt, wir haben jetzt angegriffen. Beziehungsweise darf die Biene auch noch angreifen.
Und das sind immer so mit Minispielen ausgezeichnete Angriffe, die wir machen müssen. So ganz Paper Mario-Style. Die meisten, die Paper Mario schon mal gespielt haben, wissen, was abgeht. Und man kann sogar blocken und alles. Das ist wirklich alles wie Paper Mario. Und ja, man greift halt abwechselnd an, beziehungsweise mein Team greift als erstes an und dann das gegnerische Team, das jetzt halt nur aus einem Typen besteht. Ja, und jetzt erklären die halt alles. Es gibt auch Items zum Beispiel, die man einsetzen kann. Hier zum Beispiel, dass wir uns mit 4 HP einfach heilen können. Die werden dann natürlich verbraucht. Oder auch richtige Skill-Attacken, ein Tornado-Toss. Und damit trifft man dann mehrere Leute oder in diesem Fall kann man einfach öfters A drücken, während man das macht. Oh, den letzten habe ich nicht getroffen. Und dann trifft er halt doppelt und dreifach. Richtig cool. Also das Kampfsystem gefällt mir sehr, sehr gut. Todd, das kriegen wir bestimmt auch hin. Was muss ich machen? Ich hab's leider nicht gelesen. All enemies. Komm her, du! Greif mich doch an, greif mich doch an! Und, nein! Hab ich geblockt? Ich hab nicht geblockt. Oh, ich bin so schlecht im Blocken. Holy crap. Wah. Ja, ich werde wahrscheinlich nicht alle Kämpfe drinnen lassen, weil die doch meistens sehr, sehr lang sind, wenn das wie bei Paper Mario ist. Oh, okay. Die Blockanimation ist gar nicht so case-incentive irgendwie. Deswegen, die werde ich wahrscheinlich rausschneiden. Mir geht es hier mehr um die Story. Nur so als Randnotiz. Aber ihr solltet jetzt einmal sehen, wie diese Kämpfe allgemein ablaufen. Und gegen Endboss und sowas werde ich das natürlich auch alles drinnen lassen. Uff, sie sind wirklich talentiert mit dem Schwert. Ihr habt bestanden. Was? Ich fühle, dass ihr es wollt. Ich bin mir sicher, ihr werdet diese Welt mit euren Attacken überleben. Und hiermit überreiche ich euch die Erlaubnis, unser Dorf zu verlassen. Na gut, hier habt ihr eure Erlaubnis. Ihr... Wir haben die Abenteurer-Erlaubnis, jetzt sind wir echt die Abenteurer. Schlangenmund wird mir gehören. Möge eure Mission von Erfolg gekrönt sein. Nun, wollen wir dann nach Westen gehen? Okay, ja, Westen klingt gut. Chapter 1, sogar das ist wie bei Paper Mario. Ein dysfunktionales Trio. Noch sind wir nur ein Duo. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser blaue Typ da hinten noch mit uns mitkommt. Aber gut. Blablabla, bla, bla. Wir können auf jeden Fall, guck, wir sind jetzt die Biene, aber wenn ich X drücke, dann bin ich jetzt einfach dieses grüne Viech, das ist richtig toll. Und jetzt können wir mit dem Typ hier reden, das kenne ich auch schon. Der sagt einfach, hier, ich gebe euch irgendwas Tolles, nämlich eine Medaille, mit der ihr den Hard-Modus anmachen könnt. Ich werde den nicht nutzen, aber wir könnten ihn jetzt nutzen, wenn wir wollen würden. Und das bringt mich dazu, euch mal das Inventar zu zeigen. Das ist wie auch alles wie bei Paper Mario, das ist so ein guter Klon jetzt, ohne Witz. Und ja, wir können jetzt hier nämlich Medals and Stats benutzen. Und wer das nicht versteht, wir haben oben links mit der Biene jetzt 5 von 5 Medaillenpunkten, die wir weggeben können. Und neben diese Medaille, die ihr da seht, diese Hard Mode, da steht jetzt eine 0. Das heißt, diese Medaille wird 0 kosten, aber es gibt später noch andere Medaillen, die alles mögliche an Perks und sowas gibt. Also, dass man irgendwie stärker wird oder schneller angreift oder doppelt angreifen kann und sowas. Und von dem her können wir jetzt mal das Abenteuer starten. Oh mein Gott. Okay, ich bin mega aufgeregt, wie dieses Spiel wird. Das kostet übrigens 16,79 € bei Steam bzw. bei Humble Bundle. Wenn ihr es bei Humble Bundle kaufen wollt, weil ihr das Spiel super geil findet, dann könnt ihr das über meinen Link machen, den ich verlinke. Dann kriege ich nämlich noch ein bisschen ab. Das wäre voll nett. Danke, LG. Und es gibt das aber nicht nur für Steam oder allgemein für den PC, sondern auch für alle Plattformen, also für Switch, Xbox und PS4, glaube ich. Ja, PS4. Für jeden was dabei. Ey, warum schlagt ihr den Kristall? Der könnte doch brechen, oder? Bing. Ja, man kann speichern und heilen. Nice. Und die Biene wollte ihn gerade mitnehmen, damit man überall speichern kann. Aber der Ritter meinte, nee, der ist zu schwer. Das kann nur die Königin machen und so. Aber witzig, dass die Biene so drauf ist. Also die Biene gefällt mir. Die ist funny. Deswegen möchte ich die jetzt auch spielen. Ja, ich bin Bean Boy oder Bean Girl. Vi ist eher ein Mädchen, oder? Hier ist irgendeine Schnecke. Ob das ein Händler ist? Das sieht voll so aus, als wenn sie den irgendwie versklaven hier. Hallo, könnt ihr bitte die Schnecke freilassen? Okay, die kommen hier nicht vorbei, weil hier diese blöden Steine sind. Das erinnert auch mega an Paper Mario 64. Da waren gleich im Anfangsgebiet, da war der Weg auch versperrt mit irgendwelchen Steinen. Also man merkt schon klar, wo die hier ihre Ideen so ein bisschen herhaben. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung, weil Paper Mario 64 war ein richtig gutes Spiel. Obwohl mehr Leute dieses Spiel mit die Legende vom Millionentor vergleichen. Dass er der Gamecube-Teil war. Der übrigens für 180 € bei eBay einfach gehandelt wird. Und ich hab dieses Spiel einfach. Richtig krass, aber war auch wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Es ist halt ein Abenteuerspiel mit ein bisschen Kämpferei und so. Was willst du? Hier geht's zum Schlangenmund. Aber nur Leute mit Lizenz dürfen vorbei. Habt ihr eine Lizenz? Jupp, aber... Na denn, bis denn. Ach schön, ich freue mich. Mal gucken, wie das aussieht, ob das jetzt wirklich wie ein Schlangenmund oder so aussieht. Oh, da ist unser erster Gegner. Lass kämpfen. Kann man auf die raufhüpfen? Man weiß es nicht. Oh, und noch was Neues. Strategien. Ah, wir können verändern, in welcher Reihenfolge wir angreifen. Wir können
nachgucken, was der Gegner so Tolles hat? Wir können nichts machen oder flüchten. Komm, wir gucken einmal, was das für ein Gegner ist. Oh, sogar da muss man den richtigen Moment drücken. Oh Gott. Hä, ich hab's nicht hinbekommen. Ich bin der Schlechteste. 1, 2, 3. Awesome. Sogar das ist wie bei Paper Mario. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob ihr jemals Paper Mario gespielt habt und ob das euch auch daran erinnert oder nicht. Weil das ist wirklich sehr an Mario 64 irgendwie angelehnt. Die neueren Teile habe ich leider gar nicht gespielt. Der Switch-Teil ist jetzt mal wieder einer, den ich spielen werde. Das ist auf jeden Fall ein Setzling mit 4 HP und keine Defensive. Nein, zu früh geblockt. Ich bin so ein Dumbo. Okay, aber da können wir den ja easy vernichten mit 2 kleinen Angriffen. Boah, wir machen 3 Damage. Wir sind da richtig heftig. Bam. Decke Bube wankt. Sogar diese... What? Das ist alles wie... Das ist richtig krass. Ich krieg hier voll die Kindheitserinnerung wieder. Auch diese Coins unten, die erinnern mega daran. Ja, aber wie gesagt, ich werde hier gegen alles kämpfen, aber ich werde es rausschneiden. Tornado Toss! Da ist er, RIP. Okay, wir werden das so machen. Ich zeige euch neue Gegner, aber wenn es dieselben Gegner sind, dann werde ich es überspringen. Locker kann man später noch irgendwas mit diesen Dingern hier machen. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht geht. Ja, komm, wir kämpfen hier gegen alles. Achso, was ich vielleicht auch noch erwähnen kann, wenn man 100 Teile voll hat, dann kann man sich wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall war das bei Paper Mario so, dann kann man ein von 3 Stats einfach verbessern. Also hier, wir haben ja Leben, wir haben dann diese bunten Dinger da oben rechts, die können wir verbessern. Und die dritte Sache wären halt diese Medaillen. Wahrscheinlich jeweils um 5, wenn das wie bei Paper Mario ist. Müssen wir dann mal gucken, wie wir das upgraden. Halt ein typisches RPG-Spiel, nicht wahr? Oh Gott, ich hoffe jetzt, der Weg ist nicht allzu lang bis zum Schlangenmund. Ein Affidei! Wow! Der heilt 3 HP. Und was machst du? Weiß man nicht. Ach, das ist wahrscheinlich die Währung, diese komischen Beeren. Weil Insekten essen Beeren, um zu überleben. Bist du ein krasser Gegner oder bist du ein NPC? Geht's Ihnen gut? Ey, Kabu, wir müssen weiter Abenteuer ran. Schlangenmund, weißt du noch? Ja, aber wir können doch hier nicht diesen Typen ignorieren. Also hör mal, ich bin Chuck, ja? Und ihr Jungspinde, ihr könnt mich mal in Ruhe lassen. Diese verdammte Merkel-Jugend von heute will einfach nach Schlangenmund. Damit will ich doch nur Weed rauchen. Was, Weed? Macht dich das cozy? Chuck, Weed ist nicht gut. Och, ihr blöden Jungspinde, lasst mich doch einfach in Ruhe. Nein, ich lass dich nicht in Ruhe. Auf jeden Fall nicht umsonst. Richtig gut übersetzt, Dizzy. Super. Du willst dein Weed? Kannst du haben. Hier, nimm dein Weed. Und rauch ihn, bis du umfällst. Oh, danke, Jungspinde. Jetzt kann ich endlich mein Weed rauchen. Na, dann gib aber mal dein Geld her. Wir sind hier kein Wohlfahrtsverein, ja? Aber wei, wir helfen den Leuten doch gerne. Auch ohne Entlohnung. Nein, er muss bezahlen. Na gut, hier kriegt ihr 10 Beeren. Okay, also damit haben wir jetzt auch gelernt, dass wir auch außerhalb der Welt Attacken machen können. Anscheinend kann die Biene gar nichts machen. Auf jeden Fall macht sie gerade nichts. Hä? Kann ich hier... Achso, das heißt einfach nur, dass ich kaputt machen kann, ne? Bringt mir das dann irgendwas? Ja, wir sind jetzt richtig krasse Weed-Farmer. Das könnte für richtig viel Geld verkaufen. So, na gut. Gehen wir nach links oder gehen wir nach oben? Also, die wollten halt eigentlich, dass man nach oben geht. Deswegen machen wir das mal. Tschüss, alter Mann. Hab Spaß mit deinem Gras. Sieht gar nicht so gefährlich aus, oder? Ich habe gehört, das soll der Friedhof von tausenden Abenteurern sein. Da sollen viele Gefahren drin sein. Wirklich? Da müssen viele Monster drin sein und sehr viele tödliche Fallen. Wir sollten sehr vorsichtig sein. Ah, wieso machst du mir solche Angst, Kabu? Aber je größer die Gefahr, umso bessere Schätze. Auf geht's! Also ich könnte ja jetzt die Folge hier beenden, weil das ja nur ein Let's Test ist. Habt ihr nicht wirklich viel mitbekommen, nur den Anfang der Story, aber... Dann würde ich mich sagen, beenden wir hier die erste Folge, beziehungsweise das Let's Test. Sollte ja erstmal einen kleinen Einblick geben, was das für ein Spiel ist. Guck mal, da ist doch noch irgendwas. Ein Kristallberry, der ist bestimmt mehr wert. Nee, aber man kann ihn verkaufen für mehr. Cool, also Geheimnisse. Bin gespannt, was es noch so für Monster gibt und sowas. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Ob jetzt in Videoform, ist die andere Frage. Das überlasse ich euch. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Auf jeden Fall in einem anderen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Kritik ist gern gesehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.